Drück doch! Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom F1 2019 bei Racing Point zusammen mit dem Jan Janodopoulos. Hi, also es gibt keinen Regen. Hi, wir fahren Österreich. Ganz genau. Ohne Regen, offensichtlich. Wir wissen auch nicht mehr, wer anmoderieren musste, deswegen habe ich das einfach echt gemacht. Falls das falsch ist, na, sorry. Ich muss mein Mikro noch ein bisschen hier besser positionieren, Leute. Wir haben seit ungefähr 2 Wochen nicht mehr gefahren. Macht aber gar nichts. Ich habe gerade nochmal auf die Fahrerwertung geguckt. Ja, wir sind krass. Ich bin auf Platz 5 mit 78 Punkten. Du bist auf Platz 3 mit 80 Punkten. Also nur, du bist 2 Plätze vor mir, aber trotzdem nur 2 Punkte auch. Digga, wenn du mich heute in der heutigen Folge überholst, ne? Ich mach dich so Krankenhaus. Gasly ist, ich bin mir gar nicht sicher, ist Gasly irgendein, ich glaube Red Bull ist auf Platz 2, ich glaube das ist Gasly. Und der hat 82 Punkte und dann ganz, ganz weit weg mit über 100 Punkten ist Lewis Hamilton auf Platz 1. Aber die letzten beiden Rennen, Frankreich und Kanada, ja, die habe ich beide gewonnen. Scheiße, ja. Österreich mag ich auch. Großbritannien mag ich auch, also dieses und das nächste Rennen sind beide für mich, ja, wo ich sage, okay, da kann ich wieder viele Punkte rausholen und ja, die letzten beiden Rennen habe ich ja schon gewonnen und deswegen habe ich ja natürlich große Ambitionen, heute hier auch zu zeigen, was ich kann. Ja, um jetzt mal realistisch zu bleiben, wir haben es in beiden Zimmern, also bei Jan und bei mir, 30 Grad. Wir sind immer... Du packst dir einen Grad drauf und mir einen weg, oder was? Ja, okay, 29 und 31, sorry. Aber es hitzt sich bei mir auch gleich auf, dass ich knopf das schon. Also weil wir ich haben hab die hässlichen Softboxen als du. Ich habe aber auch, das sehe ich gerade, das an meine Zuschauer nochmal, ich hoffe, das klappt alles. Aber es scheint gerade so ein bisschen durch meine Rollos Sonne durch. Und die scheint mir quasi voll auf die Fresse. Ich hoffe, dass das irgendwie cool aussieht. Also wir haben ja auf jeden Fall dementsprechend heftige Bedingungen. Ja, tatsächlich. Wie Mike gerade auch schon gesagt hat. Und wenn wir so lange nicht mehr gefahren sind, also Jan war im Urlaub auch noch, da verlernt man noch mehr. Ja, ich gehe jetzt dann, also wir nehmen jetzt hier 2, 3 Rennen auf, dann gehe ich auch in den Urlaub, dann verlerne ich sowieso alles, ja. Also das wird schon echt schwer. Weiß was wir noch nicht gesagt haben. Kann, wenn man vorher nichts konnte. Ja, also kannst du halt nichts verlieren, ne? Ja, genau. Es war so scheiße schon wieder. Egal, auf jeden Fall, was wir noch nicht gesagt haben, schaut auf jeden Fall bei den anderen Kanälen vorbei, also beim jeweils anderen. Wir nehmen das natürlich aus 2 Sichten auf und Jan ist mal wieder Erster. What the fuck? Ich habe nicht gerechnet mit der Zeit. 1,2 Sekunden. What the fuck? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall beim anderen Kanal vorbeischauen. Am besten parallel gucken und dann wisst ihr Bescheid. Genau. Ja, läuft bei dir auf jeden Fall. Ich habe auch übrigens das Handtuch wieder am Stirsel, Leute. Also ich werde richtig schwitzen. Ich habe sogar so ein dünnes Sport-T-Shirt an, aber das hilft mir... Fahr doch vorbei, du dumme Nuss. Das hilft mir heute gar nicht. Gasly, ey. Gasly. Ja, Gasly. Boah, ich habe so den Love-Flash heute bekommen. Als du mir das geschickt hast. Ja, das ist immer wieder schön, so Kommentare zu lesen, wo Leute wirklich denken, dass wir das ernst meinen, Namen so auszusprechen. Ich weiß nicht, also bei Jan unter dem Video hat halt jemand geschrieben, dass man Alaba nicht Alaba aussprechen würde, sondern Alaba. Und das finde ich halt extrem lustig. Und das Beste ist, dass er geschrieben hat, ist aber trotzdem ein tolles Video, auch wenn wir es falsch trotzdem aussprechen. Trotzdem gut. Ja. Er wollte dich halt nicht komplett demütigen. Ja. Boah, ich glaube echt, dass ich eine richtig häsliche Zeit fahre. Fährst du gerade schon? Nö. Achso. Kennst mich doch. Ah, das war richtig kacke. Was? Ich muss dir zugucken. Bin trotzdem im Plus. Du fährst eine neue jetzt, oder wie? Ja, ich fahre einfach 2, kenn ich nichts. What the heck? Ja, schauen wir mal. Also ich hätte mich noch weiter verbessern können jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade 3 Zehntel im Plus, aber es hätte bestimmt auch 5 Zehntel oder so sein können. Nee.
Ich bin da nicht so weit rausgekommen. Aber naja, mal gucken. Die erste Runde war ja nicht so gut. Ja, die auch nicht. Ich meine, Reifen ist sau stark. Ja. Ich habe ja gesagt. Ah, habe ich neue Reifen. Perfekt, das wollte ich. Danke sehr. Nice. Kriegt ja, kann ich das mal zu? Nein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder? Also die werden, also die sind, glaube ich, genauso abgenutzt. Ja, ist natürlich jetzt scheiße. Echt? Ja, ja, dann müsst ihr jetzt ein bisschen mir zuschauen, oder? Was ich so mache. Ja, spannend, im Boxenstopp auf jeden Fall. Aufnahme beenden kannst du ja jetzt nicht, das ist ja doof. Nee, mach ich auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, fahre ich dann doch mal raus. Ich guck dir zu und mach da schöne Bilder. Ach ja, Thumbnails. Oh. Alter, geil. Ja, Mann. Das ja, Ding Mann. Ist, so lange wird das gar nicht dauern. Also, es kann schon passieren, dass ich auch mal ganz locker easy gegen die Wand fahre. Ja, fahr gegen die Wand, ja, genau. Ja, jetzt geradeaus, direkt aus der Box. Ja. Jetzt. Ah, verpasst. Ja. Schade. Ah. Geht, würde das gehen oder... darf man das nicht machen? Also man kann den Boxen... Ja, Stop, darf man nicht. Den Boxenstopp... Assist. Man kann den Boxenstopp Assistent... den kann man ja theoretisch auch... sehr gut, dass ich auf der Leallinie fahre. Auch ausstellen, ne? Aber dieses Anfahren aus der Box, das macht er trotzdem selber, ne? Der alles, was du in der Box fährst, macht er selber, nur das... Nur dann nach dem Strich. Genau, ab dem Strich macht er alles selber und nach dem Strich musst du natürlich alles wieder selber machen. Ja. Dadurch musst du halt auch auf die Boxen, auf das Boxenstop-Limit ich selber weiß. Runterbremsen. Das ist ja vor allem das Häselige daran. Weil das echt schwer ist und du kriegst da richtig. Wir fahren immer krass mit 300 km/h rein und dann sieht es immer aus, als würde das Spiel ultra buggen, was natürlich nie der Fall ist. Nein, das buggt nie. Habe ich es eigentlich im normalen Modus gestartet? Ich bin mir gar nicht sicher. Das also kann ich sein. Ich weiß nicht, ob ich das bedacht habe, ob ich so klug bin. Wahrscheinlich eher nicht. Bin gespannt, ob du jetzt was für eine Zeit fährst. Gar keine. Ich habe jetzt alles ausgewählt, deswegen kann ich mir nicht anzeigen lassen, quasi ob du gut fährst oder nicht, aber ich weiß. Hast du auch F1 zu 19 links unten ausgeblendet? Ja, ja. Das hat es mir letztes Mal nämlich mitgeschickt. Da dachte ich so, hey, ist denn doof? Mir doch egal. Lol. Ich habe wegen der Sonne die Kurve nicht gesehen. Aber der Kurve auch schlecht. Das ist richtig doof. Also meine Zeit müsste eigentlich locker schlagen können. Nee. Digga. Ich hatte Rip. Nur eine. Oh, sehr LOL! Genau. Ah ja, sehr gut aufgegeben, sehr gut. Hä? Ah, das war richtig scheiße eigentlich von dir, weißt du das? Hä? Oh, ich sehe gerade, meine Lichtsoftware ist hängen geblieben. Geil. Also Leute, ich hab ohne Spaß. Mir war schon klar, dass ich wahrscheinlich rausfliegen werde. Warum? Ja, weil ich nicht gut fahre. Habe ich ja schon gemerkt in der ersten Kurve und wahrscheinlich, ich kann es auch nicht mehr. Aber. So an sich ein bisschen üben wäre jetzt nicht schlecht gewesen fürs Rennen. Vor also allem eine Runde. Vor allem kotzt mich das gerade mega an, dass ich schon wieder so ein Pech habe. Ich bin mit ungefähr 50 km/h gegen die Bande gefahren und mein Reifen ist weg. Das stimmt. Also ich war wirklich nicht schnell. Ja, doch mal weiter. Halt die Fresse. Mann, ey, so eine Scheiße. Aber es war schon klar, ohne Spaß. Du hast mal nicht immer Karten richtig gut gemacht, Mike. So habe ich mir das vorgestellt. Echt, so eine Scheiße. Ich bin unglücklich. Ich starte wahrscheinlich von Platz 1 und du von Platz 20. Nö, mach ich nicht. Warum? Ich starte gar nicht. Ich starte aber gar nicht. Wie doof. Eine Kollision gleich zu Beginn des Rennens. Was wollte ich gerade so sagen? So vielen Autos auf der Strecke, hat er mir gesagt. Rechnen wir mit Problemen in der ersten Kurve. Das ist sonst nicht so. Ja. Sonst sind weniger auf der Strecke. Ja, genau. Das Ding ist halt wirklich, Österreich und so ist ja gar nicht scheiße im Gegensatz zu Großbritannien, was ich persönlich nicht mag. Ich weiß, dass du es magst, aber ich mag es nicht. Ja. Ist das eine dulle Strategie? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Rot-Rot-Weiß oder Rot-Rot-Gelb? Wie fährst du? Also entweder rot-weiß oder rot-gelb. Rot-weiß kannst du. Rot-weiß oder rot-gelb? Wie viele. Eigentlich, also gelb ist viel schneller eigentlich. Ja, aber wie viele. 15. Runden. 15 auf den. Auf welchen? Rot. Roten? Rot. Alter.
15 rot und dann entweder 21 gelb oder 14 rot und 22 weiß. Ja, dann mache ich auf jeden Fall rot, rot, gelb. Ja. 9, 12 und 15. Ja, was ich sagen wollte hier, ne, erstens, mir fällt gerade auf, die Strecke steht hier, hat 31 Grad heute. Ja, Luft, ja, 22 Grad. Das ist auf jeden Fall deiner Temperatur angemessen, realistisch gehalten. Auf geht's. Und was ich sagen wollte ist, dass ich eigentlich Österreicher echt nicht schlecht finde, aber das ist typisch, dass sowas wieder passiert einfach. Letztes Jahr Österreich. Wie war das losfahren? Letztes Jahr Österreich wurde ich rausgeworfen. Oh Gott! Ich wurde gedreht oder so? Ich weiß nicht, was gerade passiert oder ist. Ich war nicht. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Also. Was war. Ich kann nichts machen. Jetzt kann ich wieder was machen. Hä? Was war das denn? Alter, wo fährst du denn? Ja. Ich konnte gerade nicht lenken und fahren und so. Und dann fährt er erstmal fast in mich rein. Ah. Nein, das habe ich doch gesehen. Ich habe mein Benzin ausgestellt. Deswegen konnte er nicht fahren. Nee, du überholst jetzt nicht. Das hat er nicht ist, vor, ich dachte, du willst vorbeiziehen, das machst du doch oft. Als erster musst du so. Ja, ja. Voll gut. Dass ich hier, da muss ich als erster nicht so lange stehen da vorne. Das ist genau mein Plan hier gerade. Ja. Also du startest auch mit roten Reifen, ne? Ja, ja, ja. Musst aber später jetzt nicht an die Box. Wann wärst du? War wahrscheinlich in Runde 9. Okay. Nur mal so zur groben Einschätzung, die vorne werden es halt dann wahrscheinlich auch ähnlich machen. Ja, da passt schon, ne? Regen soll es ja nicht, ne? Ja, dann, ah. Ja, der Wetterbericht bitte! Keine Störungen. Jetzt denkt er sich schon wieder so, Alter, schon wieder dieser übermotivierte Spacken. Oh nein, ich Scheiße! Als ob er so früh übernimmt! Was ein Abfuck, Alter. Egal. Kann man das 10 Jahre vorm Start. Ja, ohne Spaß, Alter. Er hätte locker schon hier erst hier übernehmen können. Das ist richtig geil. Also ich habe Benzin gerade in dem Moment hochgestellt, aber ERS halt nicht, ne? Das ist geil. Durch alle ich weiß. Hä, aber ich weiß nicht, weswegen ich mich gedreht habe gerade, ganz ehrlich. Ja, war ein Bug. Okay, ja, viel Glück, ne? Verteilung. Oh, stimmt, 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 danke. Und ERS vielleicht so. Ich bin so schlecht gestartet. Ich hab noch eingestellt, währenddessen alle schon losgefahren sind. Das war richtig geil. Viel Glück. Bin nicht mehr Platz 1. Ja, danke, dass du mir auch Glück wünschst. Ja, viel Glück. Was ein Arschloch. Ja, ich war gerade beschäftigt. Oh, Kollision. Leute, Kollision. Mein Reifen ist weg. Was ist passiert? Digga, dein Ernst. Du hast es nie. Jo, das war's dann. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.